Hallo meine Lieben, ich bin wieder zurück mit einem vorweihnachtlichen Video. Meine Stimme ist wieder einigermaßen beieinander und ich möchte mit euch einen kleinen Weihnachtswichtel machen. Ein tolles Geschenk für eure Freunde, Verwandte, das ihr auch super mit den Kindern machen könnt. Sie können zum Beispiel den Hut basteln, sie können nachher hier den riesigen Bart des Wichtels basteln. Und was ich euch dann empfehlen würde, ist, dass ihr einfach das Zusammenleimen noch macht. Braucht recht wenig Arbeit dann zum Zusammenstellen noch. Den Hauptteil können die Kinder machen und frei die Farben wählen. Aber natürlich könnt ihr euch auch selber einen machen für Freund, Freundin, wen auch immer. Ich werde folgende Materialien brauchen. Ihr benötigt eine Klorolle, wenn ihr keine mehr habt gerade, könnt ihr auch ein Stück Karton nehmen und euch einen Streifen zurechtschneiden und den dann zusammen postitchen oder kleben. Ihr braucht eine Schere, ihr braucht Holzkugeln für die Nase, die sind jetzt bei mir 12 mm, das ist so etwa diese Größe, die da passt. Manchmal gibt es auch größere Rollen, also wenn ihr keine Klopapierrolle habt, geht vielleicht auch vom Haushaltspapier eine Rolle oder was auch immer ihr habt. Und je größer, also der Umfang ist, je größer ihr den Durchmesser wählt, desto größer sollte nachher auch die kleine Nase sein. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr es besonders glitzerig mögt, eine Perle nehmen als Nase, kein Problem. Dann braucht ihr etwas Füllwatte. Ihr braucht eine so etwas faserige Wolle am besten für den Bart. Geht natürlich auch mit einer ganz normalen flachen Wolle. Ich habe da mir mal zwei ausgewählt und schaue dann, welches mir besser gefällt. Und ihr braucht Garn oder Wolle, die ihr zu Hause habt, die euch farblich gefällt. Ich habe jetzt da ähnlich wie beim ersten Wichtel eine Wolle, die einen Farbverlauf hat und bin gespannt, wie das nachher aussieht. Dann benötigt ihr entweder für die Aufhängung ein Stück Schnur oder ihr nehmt ein anderes Garn, wie ihr das haben möchtet, spielt keine Rolle. Und am Schluss brauchen wir noch eine Heißleimpistole, das wäre eben die Empfehlung. Macht das selber, wenn ihr mit kleineren Kindern arbeitet. Auch mir passiert es manchmal, dass ich die Finger verbrenne. Gut, also was machen wir zuerst? Ihr schneidet euch ein Stück von der Rolle ab, vielleicht so etwa 2 bis 3 cm, so hoch, wie ihr jetzt das Stück abschneidet, so hoch wird dann euer Hut werden. Und dann schneidet ihr euch, ich würde jetzt mal sagen, etwa 30 Schnurstücke ab, die etwa jeweils 30 cm lang sind. Und wenn wir soweit sind, sehen wir uns wieder. So, das war eine kurze Sache. Wenn ihr nachher zu wenig Wolle habt, Wollstücke, einfach wieder nachschneiden. Ich habe mir jetzt da das Stück geschnitten, also normalerweise halte ich das wirklich etwas flacher, schneide durch, da muss man nichts abmessen, das sieht nachher niemand mehr. Und wenn es dann so ein Oval gibt, ist auch egal, das spielt auch keine Rolle, wir drücken das einfach wieder flach. Wenn euch das stört dann nachher beim Arbeiten, könnt ihr das einfach mit einem Stück Klebeband innen befestigen, damit euch das nicht in die Quere kommt, wenn ihr die Schnüre rumbindet. Oder wenn euch das Ganze auseinanderfällt während dem Arbeiten, möglichst einfach wieder zusammenkleben, kein Problem. So, wir starten, wir nehmen die erste Schnur, wir halbieren sie. Dann legt ihr die Schnur durch den Karton. Hier ist die Schlaufe. Holt die Schnur, zieht sie durch die Schlaufe hindurch, anziehen und das ist der ganze Trick dieses Wichtels. Das machen wir jetzt, bis wir das Ganze gefüllt haben. Also nochmal,
Schnur halbieren, hindurchstecken von hinten, dann die Schlaufe fassen, die Schnüre nehmen und hindurchziehen. Das Einzige, worauf ihr euch achten müsst, ist, dass ihr wirklich die Schnüre halbiert, dass die immer möglichst die gleichen Enden jetzt da oben haben und dass ihr es immer auf der gleichen Seite durchzieht. Sonst habt ihr nachher einen Teil des Hutes auf der rechten und einen Teil auf der linken Seite und das wollen wir nicht. Also wieder halbieren, durchstecken und die beiden Enden durch die Schlaufe ziehen und dann das Ganze immer wieder zueinander stoßen und etwas anziehen da unten, so dass ihr den Karton nicht mehr seht. Das ist jetzt unsere Hauptaufgabe und so wird es jetzt weitergehen. Klar, ihr seid jetzt hoffentlich auch einmal rundherum. Es hat vielleicht etwa 10 Minuten gedauert. Kommt darauf an, wie schnell ihr seid. Ich ziehe jetzt da einfach noch alle Teile noch einmal an. Und dann machen wir jetzt unseren Hut weiter. Die Zipfelmütze. Und normalerweise könnte man meinen, dass wir das jetzt so zusammenbinden, aber wir werden alle diese Stücke auf die andere Seite schieben. Also ich stoße das alles einmal hindurch. So, dann könnt ihr es vielleicht mal ein bisschen schütteln. Jetzt sieht es aus wie eine Qualle. Wäre übrigens auch eine gute Idee, vielleicht daraus mal eine Qualle zu machen. Aber das Projekt verschieben wir dann auf den Sommer. Und jetzt würde ich euch empfehlen, euch einfach einen Moment zu nehmen, um alle Schnüre ein bisschen auszukämmen, würde ich jetzt sagen, dass das etwas gleichmäßig aussieht, weil ihr das sonst nachher seht, wenn ihr den Hut gemacht habt. So, etwa so. Ich merke, ich bin immer noch erkältet. Aber ich glaube, solange ihr mich verstehen könnt, geht's. So, also das ist jetzt alles da drin. Und jetzt habe ich mir für die Aufhängung, anstatt so eine Kordel, eine normale Schnur, habe ich da noch ein Stück Weihnachtsband gefunden. Und ich finde, das passt eigentlich farblich sehr gut. Und ihr nehmt das so in die Hälfte und kommt dann darauf an, wie lang ihr das haben wollt. Und jetzt macht ihr unten einen Knopf und ich würde euch empfehlen, den gleich mehrfach zu machen, damit er wirklich eine gewisse Dicke hat, sonst rutscht euch das nachher wieder raus. Und das wäre dann schade. So, ich ziehe das jetzt so zusammen. Ich habe jetzt, glaube ich, 3 oder 4 gemacht, habe gar nicht gezählt. Sieht man nachher nicht mehr. Dann schneidet ihr da unten noch ein Stück weg. So. Und dann zieht ihr den durch den Hut hindurch nach oben und haltet den Knopf dann einfach hier fest. Der ist jetzt da. Ich halte den da fest und lege jetzt alle Schnüre des Hutes wieder ein bisschen rundherum. Das Ziel ist eigentlich nur, dass die Halteschnur ungefähr in der Mitte landet. Okay. So, jetzt lassen wir das so liegen und jetzt habe ich mir nochmal ein Stück genommen mit der gleichen Farbe, wie ich jetzt vorhin gearbeitet habe. Und jetzt knüpfen wir oben die Mütze zu. Und da könnt ihr jetzt selber entscheiden, wie lang das Ganze nachher sein soll. Ihr dürft dann nachher noch ein bisschen dran rumschneiden. Das finde ich eigentlich immer die tollste Arbeit überhaupt. Ich würde jetzt sagen, meiner wird ungefähr so in dieser Länge sein.
Dann knüpft ihr das hier zu. Macht sicherlich noch einen zweiten Knopf, so eng wie es geht, ohne die Schnur zu zerreißen. Ich mache jetzt noch drei, weil ich möchte, dass es sicher hält. Und diese zwei übrig bleibenden Stücke, die lege ich einfach oben zum Rest hin. Und jetzt könnt ihr da ziehen, bis der Knopf der Halteschnur hier unten drin ist. So. Und dann hält das nämlich fest. So, jetzt kommen wir zum Frisurenteil. Dazu unbedingt die Aufhängung nach unten nehmen, sonst schneidet ihr die auch weg und dann war das umsonst. Und jetzt könnt ihr euch da selber entscheiden, wie lange möchtet ihr oben diese überstehenden Stücke haben. Und dann machen wir eine fancy Frisur hier. Das ist das, was wir dann übrig haben. Entschuldigt. So. Ja. Und da könnt ihr dann am Ende immer noch schauen, ob euch etwas nicht gefällt, ob es noch übersteht, wie auch immer. Das überlasse ich euch dann. So, jetzt seht ihr, der Hut ist noch nicht ganz dort, wo wir ihn haben wollen. Er ist noch etwas lasch, deshalb brauchen wir jetzt die Füllwatte. Ihr braucht relativ wenig und steckt das jetzt einfach da ein bisschen hinein, damit das etwas Form bekommt. Ich habe jetzt gerade das Gefühl, es ist vielleicht, ist er ein bisschen zu groß geworden. Er ist mir echt ein bisschen zu groß. Ich mache den nochmal auf. Ich will den ein bisschen kleiner haben. Der ist mir zu hoch, der Hut. Jetzt muss ich schauen, dass ich mir da nicht den ganzen Hut zerschneide. Ja, ich öffne ihn nochmal. Er ist mir zu hoch geraten. Da, da, da. 5 Tage später haben wir den Knopf wieder gelöst. Ja, manchmal läuft nicht alles so perfekt, aber wir haben ja Zeit. Bald ist Weihnachten, kein Stress. So, also, noch einmal von vorne. Ich nehme das wieder raus. Müssen wir kein Replay haben, sondern haben da diese Wiederholung gleich gratis drauf. Also, ich halte ihn wieder fest. Ich lege die Schnüre wieder rundherum. So. Seht ihr, das hat sich da auch ein bisschen verzogen. Dann schneiden wir uns nochmal ein Stück. Legen das noch einmal drunter und machen das Ganze etwas kürzer. Ja. Ja, das ist besser. Gut, noch einmal die Knöpfe. Ihr könnt wirklich, wir haben da letztes Mal eine ganze Weihnachtswichtelserie gemacht. Die Kinder konnten nicht mehr stoppen und sind jetzt doch auch schon ein bisschen älter. 12, 14 und 16 und haben alle wirklich noch Spaß dran gehabt. Wir haben da so ein richtiges Familienevent draus gemacht. Es war wirklich cool. Und es hat tolle Wichtel gegeben mit absolut spannenden Bärten, spannenden Hüten, tolle Farbkombis. Ich finde es immer wieder genial, was die Kids für Farbkombis nehmen, die mir echt persönlich nicht in den Sinn kommen würden. Das ist übrigens auch noch etwas, das ich gerne mache, wenn ich Karten oder etwas mache oder solche Sachen hier bastle und mich nicht für eine Farbe entscheiden kann, dass ich einfach eins der Kinder hole und dann frage, was würdest du nehmen? Und meistens kommen die spannendsten Sachen raus, die ich nicht gewählt hätte. So, jetzt seht ihr, Hut sieht cool aus. Der gefällt mir, der sieht so weihnachtlich Schneemannmäßig aus, der ist gut. Dann brauchen wir das nicht mehr. Ich habe wirklich ganz, ganz wenig Füllwatte jetzt gebraucht. Jetzt machen wir unseren Bart. Dazu, nein, dieses Mal wird er dunkel. Finde ich total eine coole Wolle. Was ist das überhaupt? Eine Trendline.
Keine Ahnung, woher ich die habe. 70 Meter. Ja, sieht auf jeden Fall genial aus. Ich liebe solche Wollen. Schaut euch das an, wie cool das aussieht. Es wäre ein toller Schal, ehrlich gesagt. Aber wir sind jetzt da woanders. Wir machen unserem Wichtel einen Bart. Und auch hier, ich nehme es ein bisschen länger am Anfang. Und hier ist es jetzt so, dass wir nicht die einzelnen Bartstücke schneiden, sondern ihr nehmt die im Prinzip immer in der doppelten Länge. Also wenn das ungefähr die Länge ist, die ich haben möchte, dann nehme ich das jetzt doppelt und das ist dann das ganze Stück, also eine doppelte Länge ist für mich dann eine der Längen, die ich haben möchte. Das ist jetzt bestimmt auch etwa 30 cm. Jetzt werde ich mir das so oft aufwickeln, wie ich das Gefühl habe, so sollte mein Bart dann ungefähr sein. Schauen wir mal, wie viele das wir brauchen. Warum machen wir das jetzt so? Wir brauchen jetzt so lange Teile, weil wir auch hier, wie bei der Mütze, den Bart nachher halbieren. Jetzt schaue ich mal, ich habe jetzt ein paar Mal gewickelt. Das wäre jetzt dann mein Bart. Den halte ich hier so hin. Und für mich ist das jetzt noch so ein bisschen lasch. Ich weiß nicht, wie gut man es auf dem Video sieht, aber es ist mir bestimmt zu wenig. Der braucht noch etwas mehr Haare in der Suppe. Ich bin dann gespannt, was ihr mir schreibt, wie gut es euch gelungen ist. Ich habe das schon mit ganz verschiedenen Kindern gemacht, das auch, also ich meine jetzt vom Alter her, Kindergarten geht nämlich auch schon, braucht man einfach etwas länger Zeit. So, schauen wir mal, jetzt sieht es besser aus, jetzt schneide ich das da runter und ich nehme mir wieder ein Stück des gleichen Fadens, dieses Bartes hier, und jetzt schaue ich, wo ungefähr die Mitte ist von unserem Bart. Er gefällt mir jetzt schon total. Ich liebe diese Wolle. Und jetzt knoten wir das zweimal zusammen, dass es uns nicht mehr runterfällt. Auch das, das wird ein Teil des Bartes sein, lassen wir so stehen. Das ist dann nachher der Bart. Okay, ich gebe zu, er ist wirklich ziemlich lange, aber das wird funktionieren. Jetzt bereiten wir schon unsere Nase vor. Schauen wir nochmal, ja, so diese 12 mm Nase, die werden wir uns jetzt da dazwischen kleben. Ich muss nur noch einen Moment warten, bis der Heißleim wirklich heiß ist. So, wir sind fast soweit. Wir nehmen unseren Bart, der jetzt dann gleich angeklebt wird. Und ihr schneidet euch, wenn ihr wollt, unten schon ein bisschen die Hälften auseinander, obwohl der Bart dann auch nochmal geschnitten wird. Ich mache es gerne noch vorher, weil er ein bisschen voller aussieht und man dann besser sieht, wie er eigentlich fällt nachher. Ich bin so begeistert von dieser Wolle als Bart. Übrigens, wenn ihr keine solche Wolle habt, schaut doch mal, ob ihr vielleicht ein Stück Kunstfell noch in eurer Bastelkiste habt. Irgendwas, das aussieht wie ein Bart. Zur Not könnt ihr euch ein bisschen Moosgummi schneiden, was weiß ich. Einfach, es muss nicht immer solche fancy Wolle sein. Ich hatte die wirklich noch. Ich habe zig Wollkisten. Und da finde ich immer etwas, das mir gefällt. So, jetzt kommen wir zum Teil, der ist wirklich für die Erwachsenen, passt auf. Lasst das bitte nicht die Kinder machen oder Kids, falls ihr schaut, bittet einen Erwachsenen, euch zu helfen. Denn was wir jetzt machen müssen, hier ist der Knoten, ich schiebe das so zusammen, dass es oben wie so ein bisschen einen Kopf gibt. Und das wollen wir jetzt dann da hineinkleben. Und
Das ist wirklich wichtig, dass ihr das vorsichtig macht dann, weil der Heißleim, also da oben ist nicht so viel Wolle und der Heißleim, der verbrennt euch wirklich die Finger. Ich werde mir auch ein bisschen die Schere zu Hilfe nehmen und schaue jetzt zuerst auch, welche Seite ich zuvorderst haben möchte, aber ich glaube, ich bleibe bei dieser Seite, weil mir der Hut da besonders gut gefällt. Zu weit hineinstoßen werde ich das nicht. Ich klebe jetzt zuerst die Kugel hinein. Oder mache ich zuerst den Bart? Nein, ich mache zuerst den Bart, gefällt mir besser und klebe die Kugel dann danach hinein. Als erstes werde ich nur hier ein bisschen Leim anbringen und mache dann den Rest rundherum. Wir arbeiten zuerst da in der Mitte. So. Dann kommt das hinein und jetzt eben wirklich nehmt da eine Schere oder was ihr habt und drückt das ein bisschen hinein. Das Ganze ist nicht schwer vom Gewicht her, deshalb wird es gut halten. Es muss jetzt einen Moment da trocknen und in der Zwischenzeit lege ich mir da die Schere ein bisschen hin, damit ich die Nase fixieren kann. Ich weiß nicht, ob ihr die Nase mit dem Loch nach vorne möchtet. Ich mag das nicht, so ich werde so hineinkleben. So. Kommt die da hinein. Das mit der Schere mache ich nur, damit das ein bisschen nach unten hält. So. Gut. Wenn sie euch zu wenig herausschaut, doch das ist süß, die muss ja nicht immer so nach vorne stehen. Könnt ihr sie nach vorne nehmen. Und jetzt gehe ich mit dem ganzen rundherum. Seht ihr, das hält ja da noch nicht am Hut. Und werde das rundherum noch befestigen. Ich hoffe, ihr seht das richtig. Ich arbeite da ein bisschen ins Blaue hinein. So. Klebt ihr da den Bart noch nach oben. Es geht nur darum, dass man nachher nicht unter den Hut schauen kann. Das ist eigentlich alles. Mal schauen, ob wir das gleich ohne hineinbringen. Ja, das geht auch so ohne die Schere. So. Falls ihr das im Hintergrund gerade gehört habt, meine Kinder sind in Weihnachtsstimmung. Die haben da eine kleine Party mit sich selbst. Alle drei zusammen. Ich hoffe, dass nachher noch die Wohnung steht. Aber normalerweise ist das kein Problem. So. Das haben wir hier. Gut. So. Jetzt muss das ein paar Minuten wirklich trocknen. Und in der Zwischenzeit werde ich vorsichtig frisieren. Also ich weiß nicht, ob ihr das seht. Schaut mal, was der Kerl im Moment für einen Riesenbart hat. Das ist irgendwie 4/5 Bart, 1/5 Hut. Das müssen wir ein bisschen korrigieren. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt entweder hier gerade schneiden. Ich mag es eigentlich, wenn da die vorderen Teile des Bartes so ein bisschen schräg noch eingeschnitten werden, dass die dann, oh, ich habe die beste Schere der Welt, dass die ein bisschen mehr hervorstehen. So, hallo. Diesen hier, gut. Und dann könnt ihr unten so viel schneiden, wie ihr mögt. Wenn ihr es lieber gerade habt, macht ihr es gerade. Ich schneide da jetzt mal ziemlich planlos. Schaue, wie das aussieht nachher. Mal sehen. Seht ihr? So, jetzt sieht man schön, dass ich da ein bisschen Klebstoff noch habe. Nein, jetzt sieht man schön, dass er da vorne so seine kurzen Bartstücke hat. Hinten sind sie etwas länger. Jetzt könnt ihr da selber so weit schneiden, wie euch das gefällt. Das ist fast wie beim Friseur. Das liebe ich. So. Weil hier kann ich schneiden, so viel ich will. Meine eigenen Haare mache ich dann schon lieber beim Profi. So.
Also, das wäre jetzt unser kleiner Weihnachtswichtel, den ihr da seht. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich finde ihn super süß. Jetzt haben wir einen mit einem kurzen Bart, wir haben einen mit einem langen Bart. Ich finde den toll. Ich hoffe, ihr bastelt den mal nach und erzählt mir, wie es gelaufen ist und dass es bei euch auch so gut klappt. Also ran an die Wollkiste und los geht's. Tschüss!